Oh, und er greift ihn an. Ich glaube, der greift ihn an. Und wir versuchen da mal einen Pickel zu ziehen. Oh, hat gespritzt. Ah, oh, lecker Eis. Hey, wer hat mich da mit Wasser bespritzt? Oh sole mio, me canamuco, paquita quiero, la masa cu, namita, ula canapuki, matakamako, samikanu. Hey Lucky, was machst du denn da? Na, ich singe meinen Kumpels etwas vor. Ein richtig schönes Lied. Und, gefällt es denen? Oh ja, schau mal, wie glücklich die sind. Ja, das sehe ich. Lucky, wir haben heute mal wieder was sehr Wichtiges vor. Wir müssen unsere fleischfressende Pflanze füttern. Oh, da freue ich mich immer so drauf. Na los, hier, pack mal diese rein. Habe ich heute gekauft. Die sind ein bisschen groß, oder? Ja, die Pflanze soll ja auch schön wachsen. Aber normalerweise fressen die eigentlich so Fliegen und so. Nicht nur Fliegen, schau mal, wen ich noch hier habe. Und den soll die Pflanze fressen? Ja, wir können das ja ganz mal probieren. Ja, das könnten wir mal. Also Freunde, das hier sind Zoophobas, mit denen sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe gelesen, die können auch ziemlich gut beißen. Deshalb werden wir unseren Finger da heute nicht reinstecken. Wir werden da heute gar nichts reinstecken, auch kein Lucky Bear. Nein, auch kein Lucky Bear. Aber erst einmal haben wir etwas anderes vor. Deckel kommt eben kurz drauf. So, schaut euch mal an, was ich mir geholt habe. Popping Pumples, also es heißt irgendwie sowas Pickel quetschen oder Pickel ausdrücken. Auf jeden Fall soll das ein ziemlich cooles Spiel sein und das werden wir heute versuchen herauszufinden. So, die Folie, da kommt mal ein Schnitt rein und das Interessante ist, da ist so eine Spritze. Aha, wir werden gleich rausfinden, wofür die ist. Einmal kurz zusammenstecken und ich habe gelesen, in die Spritze muss man ein bisschen Wasser reinfüllen. So, kommt die drauf. Das da muss man rausziehen. Das sieht ein bisschen tollpatschig aus, aber es geht schon. Vorne ist ein klein wenig was rausgelaufen. Wie man sehen kann, aus der Nase wird der Wasser spritzen. Und hier sind die Pickel. Hä? Hey, wieso nimmst du diese Pickel? Lass uns doch einfach deine drücken. Hey Lucky, ich habe gar keine Pickel. Wie, du hast keine Pickel? Ganze Nase voller Pickel. Na komm, film doch mal deine Nase. Nein, ich werde meine Nase jetzt nicht filmen. Wir holen diese hier mal lieber raus. Aha, die fühlen sich schon ein bisschen eklig an. Und die sehen auch so komisch aus. Die haben verschiedene Formen und da gibt es auch verschiedene Punktzahlen für die. Für die, die man leicht rausziehen kann, gibt es einen Punkt. Und für den, den ich hier reinstecke, ich glaube, für den gibt es zwei Punkte. Und was ist mit denen? Was ist mit unserer Pflanze? Also denkst du, wir füttern die jetzt? Ja, das wird Zeit. Okay. Dann warten halt deine Pickel mal. Ja, Lucky, dann warten halt unsere Pickel mal. So, seht ihr, das hier ist eine Venusfliegenfalle. Die hat im Innern in ihrem Maul solche, die sehen aus wie Dornen. Und damit halten die deren Beute fest. Und falls ich mich nicht täusche, saugen die auch damit das, ja, das Saftige aus der Fliege bzw. aus dem Käfer. Wir haben hier unseren Zoophobas. Der sieht schon ziemlich schrecklich aus, nicht wahr? Für so ein kleines Ding hat er auch ziemlich viel Kraft, wie ich finde. Wenn man den mit so einer Pinzette nimmt, dann dreht er sich und wendet und es fühlt sich so an, als sei er ziemlich stark. Das Interessante ist, die haben vorne, ich glaube, 6 Beine. Und dann kommt ganz lange nichts, nicht wahr? Oh, die sind eklig. Ja, ich finde, die sind auch eklig. Aber da du sagst, er kann beißen, ich gehe mal lieber weg. So, und wenn man sich dann seinen Bauch anschaut, hat er gar keine Beine, er zieht das Ganze hinter sich her. Und ganz hinten am letzten Teil, da sieht man, da sind auch wie eine Art zwei kleine Beinchen oder so. Ja, ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, wir versuchen, unsere Pflanze mal damit zu füttern. Ich habe das Gefühl, die sind einfach viel zu groß und viel zu stark für so eine kleine Pflanze. So, da haben wir den und der kommt da mal rein. So, und die Pflanze beißt zu. Ah, die Kamera hat kurz nicht scharf gestellt. So, der haut wieder ab. Also, die Pflanze konnte ihn nicht festhalten, wie ich bereits vermutet habe. Der ist einfach viel zu stark. Hey, der haut ab. Los, fang ihn. Lucky, fang du ihn doch. Nein, ich fang ihn bestimmt nicht. Los, ist dein ekliger Wurm. Fang ihn. Hey, ich glaube, du hast ihn doch gekauft. Ach ja, aber dennoch fang du ihn lieber. Ich versuche ihn da mal zu fangen. Ich habe mich leicht erschrocken. Der versucht abzuhauen. Na, wir lassen den mal nicht abhauen. Der hat davor jetzt unter die Erde zu kriechen. Versuch Nummer 2. Den packen wir da mal rein. Na, nein. Ah, der ist rausgesprungen. Oh, da versucht er jetzt vielleicht selber. Ja, die Pflanze hat wieder zugebissen, aber die kann ihn nicht halten. Oder ist noch eine kleine Fliege oder so. Die kann ihn auf jeden Fall nicht halten. Der ist einfach viel zu kräftig für so eine Pflanze. Wir müssen halt warten, dass die Pflanze noch größer und stärker wird. Und in ein paar Monaten kann man das Ganze mit dem hier wiederholen. Aber das ist ja auch nicht nur unser einziger Zoophobas. Wir haben hier auch noch so einen Mistkäfer. Und wenn man die beide in einen Deckel tut, schauen wir mal an, was passiert. Also, es sieht so aus, als würde er ihn einfach umherschieben. So, der erste versucht abzuhauen. Schon interessant. Also, ich denke, die beide haben sich natürlich jetzt wahrgenommen. Aber
Die reagieren nicht irgendwie aggressiv oder so. Der Mistkäfer versucht einfach immer geradeaus zu laufen. So. Wir versuchen den mal da jetzt reinzupacken. Wir schauen, ob die Venusfliegenfalle den fressen wird. Ansonsten werde ich die freilassen, denn ich finde, die sind wirklich hübsch. So. Ja. Die hat ihn. Nein, nein, nein. Der hat es auch geschafft, da noch rauszukommen. Ich würde mal sagen, das hier ist unser letzter Versuch. Wenn es nicht geht, müssen wir ein paar kleine Fliegen fangen für unsere Venusfliegenfalle. Und ansonsten ein paar Monate warten, damit die größer und stärker ist. Ich werde ihn jetzt rausgehen und draußen im Rasen freilassen. Hey, das Ganze hat ja nicht geklappt. Womit wollen wir die jetzt füttern? Na, was hältst du mit roter Gelatine? Hey, lass meinen Fuß in Ruhe. Hey Lucky, du bist ja ziemlich weich. Ich konnte da gerade so leicht reinstecken. Ja, es ist ja auch ziemlich heiß. Eigentlich müsste ich jetzt ein Eis essen. Dann geh, iss mal ein Eis. Und ihr könnt gerne mal, Freunde, bevor wir mit dem Pickel ausdrücken weitermachen, gerne in die Kommentare schreiben, womit sollen wir unsere Venusfliegenfalle nochmal versuchen zu füttern. So, der kommt jetzt hier hin. Boah, der sieht schon irgendwie ekelhaft aus. Also, normalerweise müsste man hier so drehen. Ui, viel zu stark geschlagen. Wenn man zu 2 bis 4 oder bis 5 Spieler ist, auf wen der Fall zeigt, der muss auch als erster einen Pickel rausziehen. So, also das dauert mir zu lange. Irgendwann mal hat es einfach auf mich gezeigt. Und jetzt muss ich so normalerweise ziehen. Schon eklig, pfui. Aber falls ihr Lust habt auf so ein Spiel, ich lasse euch den Link auf jeden Fall in der Beschreibung da. Dann könnt ihr es euch auch holen. Also, das geht schon gut. Aber irgendwie spritzt bei mir das Wasser nicht. Also ich habe mir das Ganze noch einmal angeschaut. Und das Ganze so, wenn man so einen festen Pickel nimmt und dran ziehen wird, geht diese Gesichtsform eigentlich ein bisschen nach vorne und dann spritzt das Ganze mit dem Wasser. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert und so sieht das Ganze aus. Man muss es einfach komplett rausziehen. Dann mit Wasser, ich mache das Ganze jetzt erst einmal ohne Wasser, befüllen, so reinstecken und diesen roten kleinen Schalter nach unten drücken. So, jetzt ist es komplett auf Spannung. Und wenn ich hier jetzt ziehe, und das ist zum Beispiel ein fester, bam, hat es zugeschlagen und wäre da Wasser drin, hätte es jetzt mit Wasser richtig schön geschossen. Wir machen das Ganze jetzt noch einmal mit Wasser. So. Und wir versuchen da mal einen Pickel zu ziehen. Oh, hat gespritzt. Ah, lecker Eis. Hey, wer hat mich da mit Wasser bespritzt? Ich war das nicht. So, der kommt weg. Lucky, der war das. Aha, der war das. Ich hoffe, das war kein Pickelsaft. Das war kein Pickelsaft. Das war einfach Wasser. Puh, zum Glück. Aber der Kokosnussmann hat alles gesehen. Ja, der hat alles gesehen. Übrigens, wir haben da ziemlich viele Kommentare, wie wir den nennen sollen. Das war auf jeden Fall ziemlich nett von den Zuschauern und wir müssen das Ganze vielleicht abstimmen oder ähnliches. Und was machen wir mit denen hier? Naja, die behalten wir jetzt erst einmal. Die werden wir weiterhin schön hier füttern und warten, bis unsere Fleischfresserpflanze viel größer geworden ist. Und übrigens, Lucky, wer ist das denn hier? Ah, das ist meine Freundin Sarah. Sarah? Ja, für die singe ich immer Lieder, auf Englisch. Wow, Lucky, du kannst Englisch? Na klar. Vielleicht sollst du ihr einen Kamm holen und ihr schön die Haare kämmen. Hier. Dankeschön. Komm, Sarah, ich singe dir noch ein schönes Lied auf Englisch. Oh, sole mio. Freunde, hier noch eine Playlist mit weiteren Videos. Solltet ihr euch unbedingt anschauen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was wir mit der Fleischfresserpflanze noch machen werden, solltet ihr unbedingt den Kanal abonnieren. Und der Link von diesem Pickelspiel ist in der Beschreibung.